Guten Morgen aus München. Heute geht's zum Europapark. Das Wetter, was wir uns ausgesucht haben, ist nicht so grandios. Ich fahre jetzt noch schnell zum Michael nach Schwabing zum Abholen und dann geht's gen Westen Richtung Sonne, denn morgen sollen es 28 Grad werden im Europapark. Wow! Ich habe es heute Morgen angekündigt, im Westen ist Sonne und das hat super hingehauen. Ja, und es ist ziemlich warm, obwohl wir jetzt hier oben 200 Meter hochgeklettert sind. Das stimmt, es ist Zeit dann auch meinen Pullover auszuziehen nachher. Wir sind schön über die A8 gefahren, der Verkehr war auch nur auf der anderen Seite, würde ich sagen. Jo. Haben dann ganz kurz Stopp gemacht in, wie heißt das, Leonard? Du hast doch da gewohnt. Leonberg. Leonberg, genau, am Supercharger, nur für 10 Minuten. Wir schaffen es noch bis ins Hotel, würde ich sagen, mit dem Akku. Ne? Wir haben jetzt noch, wie lange haben wir noch? Easy. Ich glaube, es sind 80 Kilometer und wir haben ungefähr noch 150 Reichweite. Sehr gut, dann schaffen wir das auch. Was haben wir denn sonst so gemacht? Wir waren in Calw. Korrekt. Haben uns die Altstadt angeguckt. Schöne kleine Fachwerkhäuschen. Stimmt, das war richtig toll. Ein bisschen verschlafenes Nest. Wir haben auch rumgefragt, woran es liegt und naja, die Bedienung war nicht so gesprächig. Sie hatte sich auch irgendwie mehr erhofft von dem Tag, aber ja, ist halt irgendwie Feiertag und noch Corona-Ausläufer, von daher. Genau, und dann neben den Fachwerkhäusern haben wir uns dann noch eine Burg angeguckt und die hast du ja vorher rausgesucht. Genau, also Burg ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, es war ein Wehrkloster oder so, so eine Klosterruine. Und da war ein Finanzamt drin. Ein Kindergarten, eine Grundschule. Genau. Und ein Pfarrhaus und ein Café, ja genau. Da haben wir noch die Drohne hochgeschickt. Das war echt so ganz nett. Und ich glaube, im Sommer nutzen sie das auch für irgendwelche Aufführungen, weil da waren ja diese blauen Sitze, die sie da montiert haben. Ja, sieht so aus. Und danach sind wir schön durch den Schwarzwald gefahren, finde ich. Schöne kurvenreiche Strecken. Genau. Und mal den Track-Mode getestet vom Model 3. Es ist 0,9G, haben wir, glaube ich, geschafft. Richtig, genau. Querbeschleunigung. Ja. Längsbeschleunigung ging nur bis 0,8, aber immerhin. Immerhin. Und dann, wo waren wir denn dann? Jetzt lass mich kurz überlegen. Dann waren wir dann sind wir nach Baden-Baden gefahren, oder? Genau. Ja, da waren wir in Baden-Baden. Das ist ja ein schönes Städtchen und hier merkt man, dass Money, Money, Money ist. Ja. Baden-Baden liegt. Das ist beides. Ich glaube, das fängt da irgendwo, ja. Ja, ja. Da ist das Casino, da waren wir aber nicht drin. Wir haben eine Dame gesehen, die aussah wie Pretty Wum. Ich habe einen Zeitraffer gemacht, aber bei dem Zeitraffer ist sie, glaube ich, nur so irgendwie auf 3 Frames zu sehen. Aber die sah original aus wie Pretty Woman Julia Roberts bei dem Film, genau. Als sie bei diesen Pferden da war, ne? Bei diesem Rodeo. Nee, wie heißt das? Nicht Rodeo, wie heißt das? Polo. Genau. Bei dem Polospiel. Und sie hatte auch stilecht 2 Königspudel dabei, frisch frisiert, komplett weiß. Genau, das war auch stark. Auf der Ritterplatte, genau. Ritterplatte. Aber wie das Ding hier heißt? Die Burg heißt Altes Schloss. Altes Schloss, genau. Altes Schloss zu Hohenbaden, glaube ich. Genau. Und, und dann davon ist aber nicht mehr so viel übrig, nur noch so ein paar Wände. Und nachher noch mal ein bisschen filmen. Aber es ist ganz hübsch hier. Gerade jetzt, wo die Sonne untergeht, kann man da unten auch sitzen an der Balustrade, kann sich noch einen schönen Aperol Spritz reinkippen. Genau. Und ich glaube, neben uns läuft irgendwie so eine Verlobung oder sowas. Das filmen wir jetzt auch gleich nochmal. Genau. Irgendwie da mit Luftballons und ziemlich vielen Rosen. Der Kollege kommt jetzt heute Abend noch hier vorbei? Mit seiner Frau, ja. Verlobt. In Spee. Also sie weiß noch nichts davon? Er weiß es, er war auch gerade hier, er ist sie jetzt holen gegangen. Ach süß. Das ist cool. Ja. Und die werden jetzt noch alle angesteckt, oder?
Also habt ihr noch irgendwie Kerzchen? Ja, Kerzen haben wir noch. Ja. Ja. Die lassen wir ja brennen, dass sie Windschutz haben. Deswegen brennen die da oben und hoffentlich nur die Kerzen, nicht das Pavillon. Ja. So, zwei Kerzen nachher. Das ist ja nett. Und filmt ihr das dann auch? Wir haben es vor. Wir haben es mal vor. Wir wollen ja nicht so mitten im Bild stehen. Nein, okay. Von weitem ist halt so. Und sie ahnt wirklich nichts? Gar nichts. Das ist ja nett. Die entspannt gerade auf der Couch und denkt, sie muss gleich irgendwas. Cool. Aber die Aussicht ist auch schön, ne? Ja, die ist mega. Ist das so ein Spot für Verliebte? So wie ich vorhin gehört habe, ja. Sehr viele Anträge werden hier. Echt? Ja, haben die gesagt. Echt? Aber von hier aus machen wir uns dann direkt nach Rust, haben uns dann ein Hotelchen gemietet, pumpen dann über Nacht das Auto voll und laufen eigentlich tagsüber nur über die Straße und dann geht's morgen in den Europapark. Yeah! Yeah! Nee, nicht absichtlich. Ich habe jetzt die Falle noch unterschreiben lassen. Wo waren keine Schauen. So. Parken lassen. Hervorragendes Wetter haben wir heute. Wie viele Achterbahnen haben wir heute auf der Uhr? Ich glaube, es gibt 13. Tendenz, also hoffentlich gehen alle 13, aber uns wurde die Hoffnung schon ein bisschen genommen, weil trotz virtuellen Anstellschlangen ist irgendwie die Kapazität halt auch runtergefahren von diesen Dingern, weil man irgendwie nur jeden zweiten Sitz besetzen darf. Von daher, ich würde sagen, von den Top-Achterbahnen, wenn wir 6, 7 schaffen, fände ich gut. Okay, also das Maximalziel wären 13, Minimalziel wären 6. Genau. Na dann, auf geht's. Ziemlich krass für die, oder? Ja, es war halt so Holz-Achterbahn-Feeling-mäßig. So ein bisschen alles, so ein bisschen wobbly und out of control. Geht so.
Ein schöner Tag im Europapark geht zu Ende. Jetzt fährt der Michael. Und wir haben noch ungefähr 28 oder 30 Kilometer im Auto und müssen den Supercharger anfahren. Hintergrund ist, dass das Apollon Hotel trotz Ladestation es nicht geschafft hat, das Auto über Nacht aufzuladen, denn es lief die Sicherung raus. Wir haben uns 13 vorgenommen. Und wie viel haben wir geschafft? Ich habe keine Ahnung. 8, 7? Fangen wir nochmal an zu rechnen. Also, wir hatten zweimal den Silver Star, den sind wir gleich zweimal ineinander gefahren. Aber nur einmal? Hatten wir 13 Fahrten? Nee, ich dachte 13 unterschiedliche. Ach so, nee, Fahrten hätte ich jetzt gesagt. Dann hatten wir zweimal den Wohan, die Holzachterbahn. Wodan heißt der, aber. Wodan, ja. Ich glaube, ich kläre das nie. Dann hatten wir zweimal den Blue Fire, sind wir bei 6. Ja. Dann einmal diese große Wasserrutsche, einmal diese Bumperkarts im Wasser. Mega Splash. Nee, genau so. Wie die heißt das? Und 8. Ach genau, und dann Concon, diese Indoor-französische Variante. Genau. Und dann noch einmal diese Euromir. Richtig. Als allererstes. Dann sind wir jetzt bei 9. Ja. Wir hatten ganz gute Bilanz. Genau, würde ich sagen, bis 6 Stück war die Minimum, ist vielleicht ganz gut. Gab's noch lecker Kuchen und lecker Räucherlachs? Das Räucherlachsbrötchen, das kann man echt empfehlen. Das war saulecker, ne? Ja, und Dirk hätte fast einen Fehler begangen, hätte sich stattdessen lieber gepresste Schweinewurst im Darm. Ja, bei Hotdogs war da die Schlange zu lang und dann, ja. Nee, der Norweger Lachs, der war gut. Was war deine beste Bahn? Ich würde sagen Silver Star. Ich fand es besser als die Holzachterbahn, aber knapp ist drin. Okay, also ich vermute, dass mir die Holzachterbahn am besten gefallen hat, wegen diesem Gewackel und diesem Lärm. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll und weil es irgendwie so gefühlt in einem Zug durchging, ohne irgendwie Geschwindigkeitsunterbrechung. Ja. Du bist hoch und dann ging es immer nur zzzz. Ja. Fand ich grandios. Extrem viel Verkehr und sind deswegen erst nach 5 Stunden, glaube ich, jetzt zu Hause angekommen. Beziehungsweise ich, Michael ist schon zu Hause. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du noch kein Abo dagelassen hast, dann kannst du das jetzt ja machen. Und vielleicht auch gleich noch einen Daumen hoch setzen, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal.